Grundsätzlich ist Protein ein Makronährstoff. Dieser unterscheidet sich von Mikronährstoffen, denn Makronährstoffe liefern einen Brennwert, also Kalorien. Dazu zählen Fett mit ca. 9 Kilokalorien pro Gramm und Kohlenhydrate und Proteine mit ca. 4 Kalorien pro Gramm. Mikronährstoffe sind hingegen Vitamine, Mineralstoffe wie Spurenelemente, Eisen, Jod, Selen, Zink zum Beispiel und Mengenelemente, die über 50 Milligramm pro Kilogramm im Körper vorkommen. Die wären zum Beispiel ganz klar Kalium, Calcium zum Beispiel in unserem Knochen, Natrium oder auch Magnesium. Aber auch proteinogene Aminosäuren und Omega-3-Fettsäuren zählen zu den Mikronährstoffen. Obwohl diese Aminosäuren und Omega-3-Fettsäuren theoretisch auch einen Brennwert haben, zählt man diese nicht zu den Makronährstoffen, da der Körper sie nur in absolutem Notfall verbrennen würde, da sie viel zu wertvoll sind für den Körper. Ich zeige euch heute, wie man wertvolle Aminosäuren ganz einfach herstellt bzw. mal zu sich nehmen kann für eine absolute bombastische Bioverfügbarkeit des Proteins für deinen Körper. Doch zunächst, was passiert eigentlich, wenn der Körper Proteine aufnimmt? Dies möchte ich dir nicht zu kompliziert machen. Grundsätzlich kann der Körper keine Proteine aufnehmen. Richtig, sondern nur Aminosäuren. Das sind die Bestandteile, aus denen Proteine aufgebaut sind. Das gleiche gilt übrigens auch für Kohlenhydrate. Er kann keine Stärke aufnehmen, zum Beispiel aus Kartoffeln, sondern nur Glucose, die aus der Stärke aufgebaut ist. Und das gleiche für Fette. Statt Triglyceride kann er nur einzelne Fettsäuren aufnehmen. Und das Glycerin, welches übrig bleibt bei der Fettverdauung. Ja, richtig, Glycerin entsteht jedes Mal im Körper, wenn wir Fett verdauen. Und es ist völlig natürlich, also wenn wir jedes Lebensmittel verdauen. Es gibt kein Lebensmittel, was eigentlich 0 Gramm Fett hat. Es gibt 21 Aminosäuren, von denen 9 essentiell sind. Das bedeutet, wir müssen diese 9 über die Nahrung zuführen, da wir sonst sterben würden. Dies tun wir über proteinhaltige Lebensmittel. Unser Körper ist dann in der Lage, Aminosäuren so umzulagern, dass andere Aminosäuren entstehen, und zwar die, die er gerade benötigt, so dass wir nicht gezwungen sind, immer perfekt zu essen. Das ist aber eine Notlösung des Körpers. Am besten ist natürlich, wenn die Proteine sehr gut verwertet werden können, ohne große Aminosäurenumlagerungen. Also wird unser Körper die Proteine, die wir essen, in Aminosäuren spalten, durch Enzyme und Proteasen genannt. Ja? Diese Aminosäuren werden dann wieder im Körper genutzt, um eigene Strukturen zu erneuern, aufzubauen, also zu vergrößern, Hypertrophie auch genannt, zum Beispiel beim Muskelwachstum. Es gibt da aber noch ein Problem. Ist eine Aminosäure zu wenig vertreten, die aber essentiell ist, also die nicht selbst gebildet werden kann vom Körper, kann das ganze benötigte Protein nicht gebaut werden, da sie der begrenzende Faktor ist. Dies kann man sehr gut umgehen. Oft ist immer die Rede davon, dass man tierisches Protein benötigt, um gut Muskeln aufzubauen. Oder da nur dieses tierische Protein vollständig ist. Das ist nicht so. Es stimmt zwar, dass die Verdaulichkeit und Verfügbarkeit von tierischem Protein besser ist, das ist heute belegt. Wir sehen hier Milch gegen Erbse oder Soja, aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Und dieser Unterschied kann sehr leicht behoben werden, wenn das Protein gekeimt ist. Dazu gleich mehr. Mit einem sehr einfachen Trick kann man weiter eine hohe bzw. eine höhere biologische Wertigkeit erlangen mit pflanzlichen Proteinen wie mit tierischen Proteinen. Ja, richtig. Mit pflanzlichen kann man höhere biologische Wertigkeiten erzielen als alleine mit tierischen. Dazu ein Post aus meinem Instagram-Account, wo ihr übrigens sehr gerne mal folgen könnt, für absolut mehr Wissen nochmal ganz praktisch für euch. Wir sehen, dass das Ei alleine die höchste biologische Wertigkeit hat von 100. Bohnen und Mais haben aber zum Beispiel mehr als das Ei oder Reis und Erbse genauso viel. Die biologische Wertigkeit bedeutet eben genau das, wovon ich eben sprach. Der Körper kann das Protein in die Aminosäuren zersetzen, die er braucht, um körpereigene Strukturen damit aufzubauen, ohne große Umlagerungsprozesse von Aminosäuren vornehmen zu müssen. Halten wir fest, wenn man pflanzliches Protein gut kombiniert, dann hat es keinerlei Nachteile, sondern kann Vorteile gegenüber
tierischen Protein alleine haben. Deswegen möchte ich euch hier ein Protein vorstellen, das einen Chemical Score von 134 hat, wohingegen Whey-Protein nur ca. 100 bis 104 hat. Es ist der biologischen Wertigkeit von Whey deutlich überlegen, ja? Das ist aber noch nicht alles. Dieses Protein ist gekeimt und damit liegt es zum größten Teil bereits in Aminosäuren vor, sodass der Körper es nicht noch spalten muss. Folgendes Beispiel. Je schwerer das Protein zu spalten ist vom Körper, desto mehr Enzyme benötigt er und Enzyme bestehen ebenfalls aus Proteinen, die dem Körper temporär entzogen werden. Der Keimvorgang ist ein Prozess, in dem das Korn, zum Beispiel Erbse, mit Wasser in Berührung kommt und danach feucht gehalten wird, sodass der Samen austreibt. Dabei verdaut der Samen sich innerlich, da die Pflanze die Nährstoffe ausspaltet und braucht zum Wachsen. So wie wir es tun. Und das ist der perfekte Zeitpunkt für den Menschen, um daraus ein Proteinpulver zu machen, welches am wissenschaftlichsten konzipiert ist, meiner Meinung nach. Das beweise ich euch jetzt in Studien. Das zeige ich euch jetzt anhand von dieser Studie. Diese Studie ist ca. 5 Monate erst alt, das heißt relativ kürzlich erst erschienen, also noch brandaktuell, so wie das neue Proteinpulver ebenfalls von Puracell. Fakt Nummer 1. Was passiert beim Keimen von proteinhaltigen Saaten? Der Proteingehalt steigt, so wie die Aminosäurezusammensetzung verbessert sich. Hier sieht man, dass so ziemlich jedes Lebensmittel im Proteingehalt steigt beim Keimen. In zahlreichen Studien belegt, von Erbsen zu Soja, Reis, selbst Brokkoli. Das sehr Entscheidende kommt aber jetzt. Proteine, wie wir gelernt haben, müssen zu Aminosäuren gespalten werden, damit sie gut aufgenommen werden können. Da spielt es keine Rolle, ob tierisches, pflanzliches Protein oder von außerirdischen. Peptide sind Ketten, die kurz sind und aus mehreren Aminosäuren bestehen. Je kleiner die Masse der Kette von Aminosäuren, also des Peptids, desto näher ist diese an einer einzelnen Aminosäure von der Masse her. Was das Optimum wäre für die Verdaulichkeit, da wir wissen, nur Aminosäuren können aufgenommen werden, nicht direkt Proteine. Das ist sehr verblüffend. Man sieht hier in Blau roh der Samen und in Orange Soja gekeimt. Die orangenen Balken sind viel höher in der gekeimten Form, wenn es um ganz kleine Peptide geht, also um nahezu fast einzelne Aminosäuren. Und die Balken im Blau sind sehr groß bei sehr großen Peptiden, die als ganze Proteine zählen. Ich erkläre es nochmal. Orange gekeimt zeigt sehr deutlich, dass Proteine zu kurzkettigen Peptiden bzw. abgebaut werden, die nahe an einzelnen Aminosäuren sind. Und damit hat gekeimtes Protein eine maximale Bioverfügbarkeit. Wir schauen mal, wie es bei roten Linsen aussieht. Auch da steigen die Aminosäuren im Protein in gekeimter Form. Nicht aber in der normalen Form. Auch bei Bohnen, bei Erbsen, immer der gleiche Trend. Es bildet einen Konsens. Das Ganze kann ich noch quantifizieren. Links sehen wir alle freien Aminosäuren, die sehr, sehr gering oder gar nicht vorhanden sind in dem nicht gekeimten Protein. Und rechts daneben dann, wie stark die freien Aminosäuren steigen durch das Keimen und damit natürlich auch die Bioverfügbarkeit des Proteins bei der gekeimten Variante. Dann habe ich vorhin von den essentiellen Aminosäuren gesprochen, die wir zuführen müssen, die der Körper nicht selbst bilden kann. Genau diese essentiellen Aminosäuren entstehen beim Keimprozess. Das seht ihr hier auch nochmal. Damit wird das Protein noch weiter hochwertiger im Vergleich zu herkömmlichen Proteinen. Gut, halten wir fest, bevor es um das Finale geht. Durch das Keimen ist mehr Protein entstanden, mehr essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht selbst bilden kann, und mehr freie Aminosäuren, die die Verdaulichkeit erhöhen und damit auch die Bioverfügbarkeit. Auch das wurde getestet und man sieht hier, egal bei welcher Saat, die Verdaulichkeit von gekeimten Proteinen ist einfach kausal besser. Wirklich besser. Das Beste ist aber, dass als Sahnehäubchen noch die gekeimten Saaten deutlich weniger enzymhemmende Stoffe beinhalten, wie Trypsin-Inhibitoren, die die Verdaulichkeit weiter einschränken würden, gerade bei herkömmlichen pflanzlichen Proteinen.
Wer das mal testen möchte, dem kann ich sehr, sehr das Protein von PuraCell empfehlen, denn es enthält noch weitere Stoffe, die ich jetzt hier gar nicht separat alles aufzeigen kann, denn diese würden hier quasi den Rahmen sprengen, denn solche weiteren Stoffe hat es noch nie in einem Proteinpulver in dieser Kombination gegeben. Sie sind absolut eine Neuheit auf dem Markt meines Erachtens, ja, vor allem in dieser Kombination. Keine synthetischen Aromen, sondern natürliche Aromen, keine synthetischen Süßstoffe, ja, oder versteckte Zucker, gibt es alles nicht in diesem Protein. Es lohnt sich. Gib mir sehr gerne ein Feedback zum wissenschaftlichsten Protein der Zeit meines Erachtens. Bis zum nächsten Video und guten Durst. Es schmeckt dazu noch absolut super.